Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Virocop auf dem Amiga. Nettes kleines Actionspiel, wir starten direkt rein. Ja, wir werden hier diesen kleinen süßen Roboter spielen, der auch gut ballern kann. Von Craft Gold aus dem Jahr 1995. Der Publisher war übrigens Renegade Software, die unter anderem auch Sensible Soccer rausgebracht haben. Und die haben auch dieses nette Spielchen gemacht. Ja, das hier sind wir. Ich weiß nicht, ob der einen Namen hat. Ich weiß es nicht. Schießen kann er auch. Und zwar mit normalen Kugeln. Mit Bomben kann er werfen. Was ich ganz praktisch finde. Und was ist das? Minen. Ja gut, aber ich glaube, erstmal mit der normalen Waffe sollten wir klarkommen. Ich habe für den Notfall auch mal den Trainer eingeschaltet. Hoppala. Aber ich hoffe nicht, dass wir ihn brauchen werden. Geh kaputt. Ja, was wir mit den Buchstaben machen, die ich gerade eingesammelt habe, kann ich euch auch nicht sagen. Oh, Fußball. Ein Fußball ist unser Feind. Ja, fast wie bei der brasilianischen Nationalmannschaft. Aktuell. Achtung. Vorsichtig. Ah, da kommt wieder der Ball. Mann, ist doch nur ein Fußball. Wie kann der uns denn schaden? Hoppala. Fallen nach unten. Das kann ja wohl nicht sein. Wir müssen nach oben. Also der Level hat so ein bisschen die Mischung aus Fußballplatz, Sportplatz allgemein, Billardtisch, Snookertisch. Hoppala. Das war die schwarze Kugel. Ah, da wollte ich noch nicht hoch. Lass mal auf die schwarze Kugel schießen. Jetzt geht schon wieder die Energie aus. Das ist nicht so schön. Aber mit diesem komischen leuchtenden Ring können wir unsere Energie auffüllen. Sehen zwar irgendwie nicht aus wie Mist. Wie Batterien, aber nun gut. Ah ja, natürlich genau in die Bomben reingefahren. Jetzt mal dich fertig. Ja, mehr Kugeln. Naja, wir müssen ja nicht alles erledigen. Sagt ja keiner. Oder müssen wir eventuell doch alle Buchstaben einsammeln? Waren wir hier schon? Restart? Was Restart? Wieso Restart? Sehe ich gar nicht ein. Jetzt, wo ich so weit bin. Hey, hau ab. So, die Ballmaschine, die auf uns schießt. Sehr nett von ihr. Energie. Nein, da wollte ich nicht hin. Spring da hoch. Geht nicht, schade. Aber nicht viel verloren. Habe ich den getroffen? Weiß ich nicht. Blödes Erdmännchen. Ja, noch eine Ballmaschine, Achtung. Mist, jetzt bin ich wieder runtergeflogen, oder? Wahrscheinlich kein Weg nach oben von hier. Nein, also hier nochmal den ganzen Weg durch. Aufpassen auf die Kugeln, wollte ich gerade sagen. Coole Musik, passt auch. Wunderbar, nettes Spielchen. Nettes Scrolling, das ist alles ganz smooth, das spielt sich gut. Sieht gut aus. Diese Sachen sammle ich mal ein hier. Und zum Exit geht's nach rechts. Ah. Geh kaputt. Ich glaube, einfach nur stehen bleiben ist nicht so die allerbeste Idee. Einfach nur stehen bleiben war nicht die allerbeste Idee. Okay, das war nur ein Checkpoint. Haben wir noch ein ganzes Stück verloren. Aber die Sachen bleiben kaputt, die man schon mal kaputt geschossen hat. Das ist natürlich schön fair. Na, komm jetzt hier rüber. Wupp, 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 wupp. Da läuft die Zeit mit, aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wäre überhaupt schön, wenn ich durchkommen würde hier. So. Wer bist du? Das macht dem wohl gar nichts, was? Auch keine Bomben. Auch mal Bomben ausprobieren. Und noch eine. Scheint dem nichts auszumachen. Dann wollen wir mal weiter. Aber das war der Exit, oder? Das war der Exit. Hm. Dort unten sehe ich drei Punkte. Heißt das, dass wir bei unserer Energieanzeige, dass wir noch irgendetwas kaputt machen müssen? Haben wir irgendetwas noch nicht eingesammelt? Hm, was das wohl sein könnte.
weil von den Buchstaben hier was. Nein! Wieder hier runtergeflogen. Oh. Den ganzen Level nochmal hier abfahren. Lass mich doch mal in Ruhe. Doofe Kugel. Ich hau ab. Vielleicht müssen wir die Kugel natürlich auch noch kaputt machen, wenn wir irgendetwas für den Levelausgang brauchen, für den Level-Exit. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, was wir dafür brauchen. Auf jeden Fall ist das nicht korrekt, wenn ich hier mal runterfall. Machen wir erstmal die Kugeln alle kaputt. Wenn ich mir diese Buchstaben einsammle, dann bringt das auch nichts. Zumindest macht das unserem Punkt nichts, die unten links angezeigt werden. Komm. Ah, das sind mir zu viele Kugeln. Ich hau ab. Ich hau ab. Sonst bin ich gleich tot. Mich wird es wahrscheinlich gleich eh wieder erwischen. Was muss ich noch einsammeln? Vielleicht muss man auch alle Erdmännchen kaputt machen. Das kann natürlich auch sein. Aber lass uns nochmal hier nach links weitergehen. Ich weiß, dass der Exit rechts ist. Ist mir jetzt aber erstmal egal. Ah. Da hat sich jetzt auch nichts dran geändert. Hm. Was fehlt uns? Irgendetwas. Vielleicht müssen wir alle Gegner töten? Alle Ballmaschinen kaputt machen? Ziel des Spiels ist es, alle Ballmaschinen zu vernichten. Natürlich. Die vernichten uns. Hm. Ich drücke mal F1, um neue Leben zu bekommen. Mit F2 konnte man sich irgendwie alle Waffen geben lassen. Laut Trainer. Oder war es mit F3? Passiert gar nichts. Naja, ist ja auch wurscht. Gucken wir nochmal. Na, die Erdmännchen, die erwische ich sowieso nicht. Hier geht's nicht weiter nach rechts. Hier geht nur der Weg oben weiter. Ich fürchte fast, dass ich all diese Kugeln kaputt machen muss. Okay, die hätten wir schon mal. Ah. Ich verliere, glaube ich, keine Energie mehr, kann das sein? Da habe ich aus Versehen den Trainer eingeschaltet. Na, sowas aber auch. In der Hoffnung, dass wir vielleicht doch mal einen zweiten Level sehen. Nein! Du wirst kaputt gehen. Aber wenn ich die berühre, werden die immer wieder schneller. Das ist natürlich tricky. Tor! Tor! So. Alle Kugeln kaputt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt zum Ausgang kommen. Ich finde den Roboter irgendwie süß. Auch mit dem Kopf, wenn wir irgendwo hochspringen. Hui! Hui! Nett gemacht. Ein bisschen was von Wall-E. Ist offen? Ne, ist nicht offen. Wow! Ich muss einfach nur auf den schießen. Das hätte man mir auch vorher sagen können. Einfach nur auf den ballern. Passwort. Pigginxtit. Press fire. Na gut, dann gucken wir auch nochmal kurz in den zweiten Level rein. Please enter the word on page 11, paragraph 4, word 11 from your manual. Ah, das war doch, Moment mal. Das war ZWA. Richtig. Was ist das? Oh, jetzt können wir sogar Klamotten kaufen. Genau. Wir können Waffen kaufen, wir können... Oh, was sind das denn hier oben? Das hätte ich gerne. Ja, habe ich die jetzt? Die Raketen? Awesome. Was ist das hier? Nehmen wir das auch mal mit. Mal gucken wir mal, ob wir das eingekauft haben. Nee. Ich weiß nicht wie. Schade, hätte ich jetzt gerne gehabt. So, Lenkraketen. Ach, da ist er doch wieder, der gerade den Ausgang bewacht hat. Kann er ruhig machen. Bringt ihm gar nichts mehr jetzt. Okay. Es hat sich nicht viel verändert jetzt von der Levelumgebung. Haut ab. Lasst mich in Ruhe. Exit. Exit nach oben. Das ist immer gut. Oh. Großbritannien, Belgien, USA. Ich vermute einfach mal Graphgold oder Craftgold. Die Programmierer waren aus Belgien. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau. Na.
meinen dicken, fetten Wurstfingern darunter gefallen. Nicht schön. Ein bisschen vorsichtiger. Immer schön vorsichtig. Sehr gut. Achtung, hier ist ein Extra, was auch immer dieses Extra bedeutet. Ah, du sollst doch normal schießen. Oh, wo ist das denn? Extra? Yay, wann habe ich das denn eingesammelt? Und vor allem, wo habe ich das eingesammelt? Ja, da guckt ihr alle nur was. Wer bist du denn? Der saß da einfach nur und hat zugeguckt. Wie erschießt denn? Nicht sehr nett von mir. Die Knarre gefällt mir. Badabam, badabam. Alle platt machen. Ein unsichtbarer Baseballspieler. Okay, jetzt geht's. Nein, wo ist meine Waffe hin? War die nicht unendlich? Schade. Wo geht's entlang? Hier vermutlich. Hilfe. Aufpassen, dass ich da nicht wieder runterfliege. Das Wasser. Böse, wollte ich gerade fragen. Ich habe gedacht, ich verliere keine Energie mehr. Oh ne, muss ich jetzt wieder von Anfang an anfangen? Das ist ja doof. Ne, ist nicht ganz am Anfang. Puh, Glück gehabt. Doch, ist wohl ganz am Anfang. Aber das ist ja lame. Hat ja noch keinen Checkpoint erreicht. Ja, das war natürlich wieder sehr clever. Sagen wir mal so, kein Problem, dass ich jetzt wieder von Anfang an anfangen muss. Aber die meisten Gegner hatte ich ja schon erledigt. Außer dieses Erdmännchen dort im Boden und dieses Erdmännchen, welches mit Golfbällen wirft. Und jetzt bin ich wieder hier runtergefallen. Naja, ich würde sagen, das reicht dann auch. Virocop auf dem Amiga. Richtig nettes Actionspielchen. Der Sound passt, Grafik ist nett gemacht, steuert sich sehr schön, das Scrolling ist sehr smooth. Das war auch nicht immer selbstverständlich auf dem Amiga. Aber in dem Fall hier passt das alles. Guck uns nochmal an, schießt nochmal. Sag bye bye zu den Zuschauern. Das sage ich jetzt auch. Und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye bye.